Ich bin Anna Heisig, ich bin 12 Jahre alt. Ich heiße Josephine Rössler und bin 21 Jahre alt. Also ich heiße Janis Ockermann. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Lavinia, ich bin 14 Jahre alt. Ich heiße Joscha Nathanael Voll. Mein Name ist Florian Dreiwig und 33 Jahre alt. Charge bedeutet, dass man nicht so gut sehen kann, Sehbehinderung, und nicht so gut hören kann, Hörbehinderung. Charge heißt, dass man mit den Ohren Probleme hat und mit den Augen und vielleicht Gleichgewichtsprobleme. Ich hatte vorher mal ein Baby Herzfehler gehabt. Ja. Und dann wird auch fast gestorben. Ja. Und dann lag ich fast 5 Monate im Krankenhaus. Und die Ärzte wusste nicht, ob ich leben werde. Aber nun habe ich es geschafft. Meine Mutter ist eine Kämpferin. Mhm. Ja. Kennt ihr das Wort Ticks? Die Nervenstränge in meinem Gehirn, da sind die Verbindungen irgendwie anders und kaputt, ne? Die stören mich, wenn ich irgendwie was mache. Dann, der Impuls kommt aus meinem Gehirn raus und der stört mich dann. Und ich hatte früher relativ richtig viele Probleme gehabt. Ich hatte so schlecht geschlafen, ich durfte nicht viel essen. Am Herzen. Viele Operationen Jetzt geht's mir besser, jetzt kann ich normal essen, normal trinken, alles ist gut. Mama. Ich hatte viele Probleme, aber ich hatte richtig viel Glück. Genau. Vorschlag wäre mit Fanny und mit anderen Leuten hier aus der Gruppe, mit Joscha und Janis, ich zum Beispiel, durch Deutschland reisen und fliegen und an Schulen, gehörlosen Schulen, allen Leuten, egal ob gehörlos oder hörend, allen Leuten Informationen geben und Charge, damit sie Charge wissen, was es ist. Und auch wichtig findet er, dass er der deutsche Chef, also er meint die Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch darüber was weiß und die ganze Welt. Ja, jetzt probierst du es mal. Probier's.
Und klettern. Okay? Noch ein bisschen wandern und dann klettern. Unten durch. Okay. Und gut festhalten jetzt. So, kannst du richtig gut festhalten, ja? Ja, weiter. Weiter. Okay, ich gehe noch mit dir runter. Ja? Ich habe einen Freund, mit dem bin ich seit 8 Monaten zusammen. Und wir wollen auch zusammen ziehen irgendwann und auch heiraten und, und morgen oder übermorgen wollen wir uns verloben. Ja. Okay, jetzt. Findest du, das ist was Besonderes, einen Freund zu haben? Ja, weil ich finde auf jeden Fall was Besonderes, weil auch wegen der Krankheit, wegen Charge, dass man auch einen Freund haben kann. Warum auch nicht? Ich meine, man kann dafür nichts. Okay. Sehr gut, Joscha. Ist das cool. Prima. Sehr gut. Mein erstes Bergsteigtour. Ja, aber machst du gut. Das macht mir echt richtig Spaß. Richtig anstrengend und richtig schwer. Aber ich denke auch, dass viel Spaß bringt. Gehst du vor ihm? Ich bin dann hinter ihm. Prima. So, hier ist das erste Stopp. Berufswunsch wäre Tierarzt. Ja. Ich habe schon ein Praktikum gemacht, das hat gut funktioniert. Viel verstanden, viel gelernt. Ja, also ich möchte entweder gerne Psychologin oder beim Jugendamt arbeiten. Aha. Wissen will ich werden später. Und warum? Weil da so gut Haare schneiden kann. Keine Ahnung. Schauspieler wäre super, ja. Also ich möchte ein großes Haus haben und einen Garten und ich möchte auch Kinder haben. Wie viele? Also 4 auf jeden Fall nicht, also 2. 2. Ich habe keine Ausbildung gefunden. Das ist echt schwierig. Wegen meiner Behinderung schaffe ich es einfach nicht hinzukommen. Da habe ich Probleme. Erzieher wäre ein Traumberuf für mich. Koch vielleicht, sowas in die Richtung. Oder Betreuer. Ich schaffe so viel nicht. Ist im Moment echt schwierig. Ich habe echt Probleme. Ich arbeite in der Spülküche, in Altenheim. Altenheim, in Altenheim. Ja, da spüle ich vor, ich meine Spülmaschine rein und dann räume ich aus und dann räume ich weg. Ich mache auch andere Sachen, meine Putzen. Und dann Essen vorbereiten und verteilen und so.
Moment. Ich weiß, ihr habt einen großen Hunger, aber... Was ich hasse, wenn die Leute mich mal so komisch angucken und nur so tun, bei wie siehst du denn aus und so. So sieht aus. Und was machst du dann, wenn du das hast? Ja, da flippe ich aus. Und dann bekomme ich auch eine Nuss. Nein. Nein, ich mach das halt nicht. Dann werde ich sauer. Also, dass er, obwohl er Charge hat, ne, reist er sehr gerne, auch mit dem Zug und sowas und trifft Freunde und das macht er alles alleine. Also, das ist schon erstaunlich, dass er das. Ne, nach Berlin, da war er bei einer Demonstration, da ging es um Gebärdensprache, ne, und überall hin und wenn es nah ist, ist kein Problem, und weiter nah ist kein Problem. Das macht er halt alles sehr selbstständig. Im Bus auch, kein Problem, ne. Und er wünscht auch später einen Führerschein machen, ein Auto zu fahren, also es wäre schon super. Mhm. Ja, Mama! Ja, Spaß, ne? Ja, Spaß. Mama! Willst du auch nochmal? Bitte? Willst du es nochmal versuchen, ja? Nee, nicht so gern. Warum nicht? Weil ich nicht möchte. Okay. Man darf auch nicht trinken lassen. Nein, darf man sich nicht zwingen lassen. Nee, ich will ja auch nicht. Nee. Er mag auch nicht. Ach ja, du machst das auch nicht. Nee, ich hab Höhenangst. Was? Höhenangst. Angst. Höhenangst. Also, hier. Dann haben wir gleiche Meinung. Ja. Gleiche Meinung. Genau. Das Beste im Leben war Schallstrafe. Ich war einfach so begeistert, dass viele Leute kennengelernt haben. Und ich war 2014 bin ich dabei. Das mache ich nochmal. Okay. Schallstrafe war am besten. Ja. Okay, dann lass ich ihn mal langsam runter.
manchmal fragen mich Leute, ne, habe ich so ein bisschen komisches Gesicht oder sowas. Ja, das ist klar. Ne? Oder ich manchmal so diesen Tick habe, vielleicht auch meine Haare rumspiele oder so. Aber ne? Früher, als ich kleiner war, wusste ich das auch nicht, dass ich Charge habe. Ne? Das selber nicht. Und jetzt habe ich das erfahren und es, kann es auch anderen Leuten erklären, wenn die mich halt fragen. Aber er verhält sich sonst ganz normal und hat da keine Probleme. Es beeinträchtigt ihn nicht so stark. Was ist das? Eine Kamera. Du bist jetzt sicher, ja? Du musst dich hier festhalten, oder? Erstmal hier am Geländer, ja? Schön festhalten. Und jetzt? Joscha, setz dich. Nach hinten langsam. Ab. Joscha, los nicht. Ja, Joscha, du musst dich nicht halten. Die Hand hier hin. Ah, die Kamera. Alles klar, Joscha? Ruhig. Die Hand, genau, an zwei. Und jetzt langsam nach unten. Ja? Ja, sehr gut. Und jetzt? Ich fühle mich wie ein ganz normaler Mensch. Also ich weiß, dass ich die Behinderung habe, aber ich denke überhaupt nicht über Charge nach. Und es ist einfach schön, dass man die Krankheit akzeptiert. Und ja. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du manchmal körperlich Probleme hast, die dich dann irgendwie stören? Oder wie ist das bei dir? Nee. Habe ich eigentlich nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz normal.